Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest, Leute. Oh mein Gott, ist das lange her. Und was haben wir hier eigentlich gebaut? Ich weiß nur noch, glaube ich, wir waren hier unterwegs und haben... Alter, wie die Empfindlichkeit ist. Oh mein Gott, die ist viel, viel schneller als in Ark. Die ist mindestens dreimal so schnell. Als würde ich mit Slow-Mo 3 spielen. Wenn ich sogar Slow-Mo 5. Oh Gott. Merkst du es auch gerade, ja? Ja. Was ist das hier? Ah, komm, komm. Ja, Stein. Stein. Steine und Geld konnte man ja so farmen. Ja. Warum habe ich das hier offen gelassen? Was war... Ah, ich weiß wieder, was wir hier machen wollten. Ja, nach Wildschwein suchen. Echt? Wildschweine? Ja, ich glaube. Brauchten aber auch Waschbären. Wie hatte ich's? Achso. Prefell habe ich 6. Hasenfell. Oh, eine Feder. Gib her. Wärmeanzug. Okay, von Reh habe ich genug. Ja, bedauerlicherweise auch mal meine Playstation wieder im Hintergrund, weil. Ja. Ist halt einfach da. Ja, wir suchen Wildschweinhaut, ja. Okay, Wildschweinhaut also. Wir brauchen aber auch noch 2 Waschbärenhaut für uns insgesamt. Erstmal. Ach, du brauchst aber das Inventar. Halt irgendwo runterstellen, Junge. Warum unterstellen? 25. Was ist los? Ich habe halt komplett keinen Plan mehr, was wir gemacht haben, was hier überhaupt abgeht. Okay, 25 ist halt einfach immer noch ultra schnell. Okay, da oben sehe ich wieder einen Wahnsinnigen durch die Kante rennen. Vielleicht sollten wir uns hier nicht so weit voneinander entfernen, ja. So wie in Ark. Ja. Da ist ein Wildschwein. 2 sogar. Nicht bewegen. Boah. Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das alles. Wie hat man nochmal gezielt in dem Spiel? Ich hab keine Ahnung. Ich habe ein Wildschwein erlegt. Weil tot. Habe ich das andere erwischt? Ich glaube, ich habe beide erwischt. Mami, habe ich endlich was erreicht in meinem Leben? Bestimmt. Nee, unmöglich. Kann nicht sein, dass ich was erreiche. Guck dir meinen YouTube-Kanal an. Nee, es ist abgehauen. Hey, bei mir ist hier nichts. Hier ist es. Nehme ich mir mal Meister. Ja, mach das. Und das Fleisch auch. Oh, zum Glück hat man hier keine Gewichtprobleme. Ja. Hasenfell. Ich habe schon 2 Wildschweinhaut. Dafür kommt das Problem dazu, dass wir keine... Brauche ich noch 2 weitere. Wir können keine Sheets aktivieren. Aber hier brauchen wir auch nicht so unbedingt Sheets, oder? Weiß man's? Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass es hier relativ scheiße schwer war mit den Mutanten. Aber wir einfach schon ultra lange in der Welt gespielt haben. Lass mal schlafen gehen. Da unten stapft übrigens ein Mutant durch die Kante. Echt? Ja. Korrigiere, 2 Mutanten. Die können doch gar nicht schlafen gehen. Da. Und da hinten in Richtung Berge. Da stapfen 2 gerade den Berg hoch. Zwei hässliche Gestalten ja, der Nacht. Ja, ich seh's. Dann lass mal nicht in die Richtung gehen. Lass mal links lang gehen, wie lang. Okay. Suchen wir immerhin Wildschweine. Ja, das ist korrekt. Boah, Pilze sind voll geil in dem Spiel. Fällt mir gerade auf. Es gibt so einen Beutel. Und damit kannst du die Pilze aufheben. Normal kann man die ja nur essen gleich. Ja.
Ich bin komplett raus aus dem Spiel. Ich habe absolut keinen Plan mehr. Ich auch. Ich würde am liebsten jetzt einfach gleich runter in der Höhle und gleich den Boss machen. Lass noch mal kurz zurück zur Base gehen und kurz, wie steht's denn bei dir beim Hunger? Der ist absolut voll. Okay, ja, bei mir ist er bei der Hälfte. Aber ich fresse ja auch schon die ganze Zeit die Pilze vom Boden, von daher. Und ja, wir hatten beide recht. PlayStation rastet am Anfang viel mehr aus im Hauptmenü. Also ich find's toll, wie wir hier eine Hütte gebaut haben, aber das Dach nicht fertig gemacht haben. Also was anderes erwartet. Ich finde es auch gut, wie Nee. wir die Tür nur von außen abschließen können. Ja, das ist auch gut. Das Ich ist ja finde auch auch. unsere Lampe sehr toll. Ja, die ist toll. Das ist ja auch der Schädel meines Urgroßvaters. Ach echt? Ja. Krass. Oh ja, da willst du das anhören. Alter, Was? hier Wie ist schon bitte? einer. Guten Tag? Wo ist guten Scheiße. Tag? Aha, da Ach hinten ist stimmt, guten man hat ja Tag. mit Dreieck gesprungen, ne? Ach. Ja. Ich versuche die Wer ganze geht's? Zeit mit X zu Hackst du da springen, draußen Junge. oder was? Warte mal, wie kann ich ihn abwehren? So kann ich abwehren, okay. Vögelchen töten. Ich hab ihn getötet. Vielleicht sollte ich mich lieber auf Gegner konzentrieren und nicht auf die Vögel, die ich. Da ist er. Stimmt, das sind die Leatherfaces. Fuck, da war ja was. Stimmt, es gibt ja auch Ausdauer, ne, in dem Spiel. Ja. Die ich nicht deaktivieren kann wie ein Meister. Ich lenke den anderen einfach mal ab, indem ich einfach. Aha, Ich habe da den hinten sind. anderen gerade getötet. Da ist noch ein Fackelmann und zwei Mutanten laufen da hinten in der Nähe rum. Okay. Ja, der Fackelmann kommt gerade zu uns. Ja, ich will mich nur vorher anhalten von den Mutanten, weil ich habe keinen Bock, dass die unser Haus kaputt machen. Okay, du machst wieder deine Bogenkünste. Du bist so unglaublich gut mit dem Bogen, muss ich dir ehrlich lassen. Bloß, ich muss erstmal wieder gucken, wie man mit dem Bogen überhaupt richtig zielt. Ja, wenn du es weißt, bring's mir bei. Ja, Oder hab ich keine den Ahnung, gerade wie eben man das erklärt. getötet? Oh Gott, hinter uns! Erschreck mich nicht so, du Scheißtyp. Oh, da ist ja noch einer. Da sind so viele Junge. Warte, er hat. Ja, Vorsicht Oh bei Gott. uns. Es sind die T-Bagger. Aua, ey. Ruhig, ruhig, Kollege. Ey, der eine will die Leiche anfassen. Geh weg. Vorhin teabaggen die. Dafür kann ich euch übrigens melden. Wisst ihr das, Jungs? Wir können euch melden fürs teabaggen. Der Play. Teabaggen zählt nämlich als Beleidigung. Habt ihr nicht in den Verhaltenskodex geguckt oder was? Echt mal, Junge, lass mich in Ruhe. Ja, siehst du, dann wirst du gekommen, Bot, Alter. Was jetzt davon? Jetzt liegst du da im Dreck. Letztes Mal auf uns gehört. Mann, ey. Können auch nicht hören, ne? Nee, das können die nicht. Geht gar nicht. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich im Leatherface das Gesicht abziehe und mir es selbst ins Gesicht hänge? Das wäre schon ein bisschen Glaube, das pervers, geht oder? gar Dann nicht. habe ich ein Gesicht. Aber hack mal den Kopf ab. Das geht. Pass auf, da kommt noch einer, da kommt einer. Echt? Da ist er. Ich mach das schon Was hat wieder. der denn gerade für Moves gemacht? Da kommt Okay, da noch kommen einer. zwei. Lass das bitte, mich nicht anspringen, ist uncool. Okay, da ist noch einer. Ey, könnten Oha! Sie bitte aufhören, meinen Kollegen zu hauen? Aber mach den mal kalt hier, ich kümmere mich mal um diesen Kollegen hier. Ey! Der Junge hat das Kämpfen gelernt. Er hat die L1-Taste gefunden. Die L1-Taste, ich meine die linke Maustaste, aber egal, man kennt ihn. Er hat den Kopf mitgenommen. Oder hast du den Kopf aufgesammelt? Nein. Dann hat Sag er mal, der den Kopf. wimmert noch, hören Sie auf zu wimmern hier. Sind Sie selbst dran schuld. Hier, er hat zum Beispiel gar keinen Lederkopf. Also, ich habe ihn jetzt gerade aufgehoben, aber. Verliert er gleich den Arm, Alter, den nehme ich mir mit. Wissen. Kann ich mir den Arm nicht mitnehmen? Nee, ich hab schon alles voll mit Arm und Bein.
Man kennt ihn, Kannibale vom Dienst. Krass, krasses Leben. Liebes Ach, SEK, falls ihr es gehört habt, ich bin nur im Spiel ein Kannibale. Und ich versuche ja meine Ernährung umzustellen im Spiel. Das weiß Roman ja noch vom letzten Mal hoffentlich. Nee. Roman, oh das SEK guckt zu, Mensch. Okay, ja, ja, doch, doch, da weiß ich noch. Können hier noch ein paar Wildschweine sein, bitte? Wäre nett. Wie ging das hier? Ich mach das Feuer an. Dann nehme ich mir Fleisch. Pack es drauf. Soll ich für dich auch ein Fleisch drauf packen? Nee, ich bin voll. Okay. Such gerade ein paar Wildschweine. Ich bin nach wie vor komplett lost und weiß nicht, wo es hingeht. Diese Folge dient einfach als Einspielfolge, okay, Leute? Also wir wissen ja zum Glück, dass bei den lila Flaggen, das sind ja diese Schubkarren, mit denen man Holz schiebt. Das weiß ich noch. Da ist dann unsere Hauptbase. Vögelchen. Okay, Mutanten. Vögelchen, du kannst da gerne bleiben. Ich will dich gar nicht haben. Kommen die mir jetzt hinterher? Kommen jetzt die Mutanten? Ja, da kommen sie aus dem Wald gestapfelt. Echt? Die laufen auch immer wieder hin und her, Alter. Diese gar nicht. Oh nee, sag jetzt nicht, das ist jetzt wie in The Forest mit dem Giganoto. Ich bin wahrscheinlich einfach nur. Ach, da hinten sind sie. Ich habe die ganze Zeit vor uns in den Wald geguckt, aber die sind ja noch da hinten. Am Berg. Das wär's jetzt, Alter. Ich sehe Mutanten, die du nicht siehst. Ja, das wäre blöd. Okay, hier sind essbare Pilze. Lass mal hier in den Wald gehen. Oh, hast du mich erschreckt, Alter. Ich hätte dir fast mit dem Katana die Seite abgehackt. Mensch, ich bin noch ein alter Mann. Ich bin die ganze Zeit voll paranoid wegen den Schritten. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Habe ich meinen Suppentopf nicht dabei? Ja, doch, ja. Hier ist mein Suppentopf. Warte mal, ich fülle den mal schnell auf hier. Vergiss es, ich kann ihn jetzt mal nicht schnell auffüllen. Toll. Aber warum kann ich den eigentlich jetzt nicht auffüllen? Ach, da oh, hier ist ein Pilz, den esse ich. Gut, kein Pilz für mich. Kein Wasser für mich. Scheiße, dafür braucht man Alkohol. Um so entflammbare, Alkohol gehört. Um entflammbare Pfeile zu machen. Oh, hier relativ viel Sprengstoff dabei. Was bist du drin? Ich bin ein YouTuber und du? Aleolandra habe ich gerade. Wie hieß denn das? Aloe Vera. Da. Aleo Vera. So viele leckere essbare Pilze. Voll geil. Ist fast wie in einem echten Wald. Nur dass im echten Wald nicht so viele Pilze wachsen. Die so gut aussehen. Sondern immer nur irgendwelche kleinen Scheißer. Was sind das hier? Die ganze Zeit Hasen hier, ne? Was ist denn das hier, was ich essen kann? Ah, hier kann ich meinen Topf auffüllen. Dankeschön. Den nehme ich mit. Bitteschön. Nehme ich als Souvenir. Kann ich meinen Kindern über den Kopf kippen. Kennst du Timmy, wenn wir ihn sehen, über den Kopf kippen? Ach, Timmy, lass dich mal waschen. Bevor ein Hallo kommt, erstmal waschen, das Kind. Ja. Du bist so dreckig. Es geht gar nicht. Hängt ja auch die ganze Zeit mit den stinkenden Ureinwohnern ab. Was ist denn der los jetzt denn? Keine Ahnung, wo der Ruhechen ist. Ah, hier ist ein Dorf. Hase! Ich bin nach wie vor ein Loser in der Hasenjagd. Wieso habe ich denn jetzt geschossen?
mir den Pfeil wieder? Ah! Irgendwas habe ich getroffen, aber nicht den Hasen. Schade. Ach stimmt, das ist nicht das Dorf. Gucci-Koffer. Ich bin ein Gucci-Girl. In meiner Gucci-World. I am plastic. Was für ein Plastik. Ich will immer mehr. Irgendwas mit Gucci-Flair. Ich kann den Song nicht. Also den Text nicht. Muss man aber, glaube ich, auch nicht können. Beide nur ein bisschen. Eine Rutsche. Oh, Mann. Dreieck. Aua. Verzeihung, Krokodil. Was soll denn das? Das geht ja mal gar nicht. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Mir einfach so ein Stück meiner Rüstung abzubeißen. Haben Sie denn gar kein Benehmen? Echt mal. Ich kann mir nicht mal seine Rüstung mitnehmen, weil ich so viel schon trage. Echsenhaut tragen. Ich war gerade lost und wusste nicht mehr, wie ich aus dem Inventar rauskomme. Das ist normal. Das ist normal, nachdem man lange nicht mehr gespielt hat, ja, aber. Ja, das Totem will ich hier nicht. Ich dulde keine andere Kultur in meiner Nähe. Sind hier irgendwo Wildschweine? Nee. Brauchen wir überhaupt die Wärmerüstung so dringend? Ja, du wolltest im Norden wohnen. Aua! Hört doch mal auf, mich immer anzuschnabulieren. Was soll denn das? Haben Sie denn gar kein Benehmen, Sie asoziales Mistvieh? Und da, jetzt sind Sie ganz rot, ne? Ich möchte keine rote Ledertasche haben. Das ist ein Mutant. Ja, kein Mutant. Jetzt komm her, Alter. Komm, zack, zack, knack. Wo ist denn jetzt der Ureinwohner? Keine Ahnung, er erzählt jetzt seinen Kumpels, dass ich hier Lacoste-Laden aufmache. Was ein Wichser, ich habe ihn gerade laufen gesehen. Kleidung aus echt Krokodil. Ich höre auch schon wieder hier irgendwo eins stapfen. Entweder ein Krokodil oder ich höre ein Fetti. Bist du denn hier unten? Und durch. Ich habe einen Hase erwischt. Nee, das ist kein Durch, das ist ein Eidechse. Oh, hier ist ein Leatherface. Hallo Leatherface. Ja, renn ruhig weiter, juckt mich nicht. Oh, hallo Leatherfaces. Ja, renn durch, juckt mich überhaupt nicht. Macht einfach weiter damit. Euer Nachzügler, renn auch durch. Beachtet mich einfach gar nicht und Roman. Ich und Roman, Wir sind einfach nur da. Scheiße, ich bin echt schlecht. Hallo Vögelchen. Hi. Bleib da stehen. Ha! Getrackt. Kleiner Haufen idiotischer Scheiße. Ich habe schmutziges Wasser getrunken, glaube ich. Okay. Nee, habe ich nicht, zum Glück. Noch eine Feder. Vorsicht! Ich schlage dir um die Kante. Ach, Vogel, der Vogel hat mich ausgetrickst. Er muss da mit Gefühl ganz langsam rangehen, habe ich festgestellt. Können hier jetzt mal endlich Wildschweine sein, Junge? Schildkröte! Die töten wir aber nicht, Roman. Nicht? Nein. Schildkröten werden von uns geschützt. Schildkröten sind nämlich tolle Tiere. Guck mal in dein Inventar. Ja. Ganz oben in der Mitte. Wir reden aber nicht über einen Schildkrötenpanzer, oder? Doch. Oh, scheiße. Ich verdurste. Ja. Ich auch. Zum Glück habe ich noch meinen Wasserschlauch dabei. Wie macht man den Wasserschlauch? Keine Ahnung. Ach, das ist gut zu wissen. Irgendeine Haut. Ich pack mal. Nee, Rehfell und Hasenfell. Hasenfell ist es nicht.
Es ist Refill. Zwei Refill und ein, eine Schnur. Seil. Wärmeanzug. Kann ich mir den Wärmeanzug schon bauen? Ich bin mir gar nicht sicher. Nein. Was brauche ich? Kein... Wie viel Refill? Du für den Wasserschlauch brauchst du zwei Refill und ein Seil. Okay. Der Wärmeanzug besteht aus zwei Seilen, zwei Tücher, ein Hasenfell, sechs Rehfell, vier Wildschweinhaut und Wie fülle ich den Wasserschlauch auf? Ich muss erstmal Wasser kochen, oder? Ja, wäre klug, wenn du sauberes Wasser nimmst. Roman, ich bin klug. Stimmt. Zukünftiger Arbeitgeber, es war nur ein Spaß, ich bin eigentlich ein super schlauer Kopf. Ja. Ich tue nur manchmal dumm. Ja. Für Klicks. Und ein paar Lacher im Video. So wie eigentlich jeder YouTuber. So, dann koch mal vor dich hin. Ich pack, glaube ich, jetzt noch einen kleinen Vogel drauf. Möchtest du auch noch was haben? Ja, bitte. Und ich hole Mutanten. Echt? Ja, da hinten kommt ein Peter mit seinem Penis. Und ein zweiter Peter mit einem Penis. Das ist ja krass. Okay, dann komm mal ran hier, das Essen. Dann müsste gleich fertig sein. Ey, bleib bitte weg von uns, ne? Ziemlich unfair. Ich dachte gerade, das... Wir sollten schleunigst hier weg. Ah, ich will keine Beeren da reinpacken. Ich will das zu mir nehmen. Mann, ich will jetzt... Komm genau in unsere Richtung. Leg doch die Karte weg. Wie lege ich die Karte weg? Ich habe keine Ahnung. Jungs, wartet. Wartet. Das war das Fleisch. Mist. Nein, okay, nein. Jungs, warum denn? Ich will doch was trinken. Der ist ins Feuer gelaufen. Oh Gott, Leatherface ist da. Leatherface ist da. Ich hab mich nicht erschreckt. Voll wie Schrei, Alter! So richtig männlich! Es wäre klug, wenn du dich nicht ducken würdest, ne? Ach so. Duckt sich einfach die ganze Zeit und läuft so rum, Junge. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so langsam bin. Stirb! Ach geil, ich hab den Leatherface umgenietet. Immerhin eine Sache. Oh gut, Gott. Du kümmerst dich um die beiden da hinten, ich geh zum Wasser. Mach das. Bleib doch die bitte weg von Feuer mir. Umgeklatscht. Aber dafür ist einer auch reingerannt und hat sich verbrannt. Ja, aber jetzt ist mein Topf weg. Das ist blöd. Jungs, habt ihr zufällig meinen Topf gesehen? Klein, rund, Metall. Ihr braucht nicht wegrennen. Was ist denn das für eine Unfreundlichkeit hier bei euch? Mensch, ich suche meinen Topf, dann bin ich auch wieder weg. Und räumt mal da die Baumstämme weg. Ja, hol mal den Bautrupp. Oh. Nee, der Wassertopf ist hier. Oh, lecker. Und das Fleisch ist... Das Fleisch war nicht mehr gut. Oh Gott! Oh, wenn du Nein, Hilfe brauchst. Ich will keinen Baumstamm aufheben, Junge. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, ja? Ich koch so lange weiter Wasser. Ey, jetzt einfach von hinten anschleicht. Was ist denn das für ein Benehmen hier? Ja, zieh Leine. Hier gar nicht. Also du brauchst keine Hilfe, sagst du? Nee, ich hab's auch, glaube ich, abgehängt. Abgehängt wie Wäsche. Hast du Essen? Okay, ich sehe die Mutanten da hinten. Ob ich Essen habe? Warte, ich kann ja nochmal was draufpacken. Absolut kein Problem. Muss nur herkommen. Okay. Ich glaube, ich koche gerade das Fleisch. Die Mutanten sind jetzt erstmal abgelenkt. Ich konnte sogar noch meine Pfeile rausholen. Nice. Was für Opfer, Junge. Aber vor allem ein männlicher Schrei einfach. Okay, ich glaube, du kannst das Fleisch essen. Ah.
Ja, ich nehme das Wasser. Du kannst jetzt den das Fleisch. Gut. Nice. Und dann fülle ich einfach nochmal Wasser nach. Ja, okay, mach das. Bist du voll mit deinem bist du voll mit Durst? Ja, bin ich. Weil dann würde ich bitte das Wasser kochen und dann will ich das in meinen Wasserschlauch packen. Alles klar, kann ich machen. Ja, bitte. Da hinten dackeln die beiden Idioten, Alter. Was für Trottel. Okay, da kommen wieder Leatherface. Ja, ich seh's. Aber sie rennen anscheinend an uns vorbei. Da kommen noch mehr. Du musst mich warnen, wenn die hinter mir stehen, ne? Ja, ja. Ich schrei dann wieder männlich herum. So wie gerade eben. Das war super männlich. Ja. Das kommt auch sowas von in die Highlights rein. Also man hätte das halt wirklich aus meiner Sicht sehen sollen, ne? Es war ultra lustig, wie du da gehockt vor den Mutanten weggerannt bist, Junge. Ich würde das gerne in meinen Schlauch packen. Von hier aus kannst du es machen. Ich kann's nur trinken. Ist jetzt im Schlauch drin? Ja, gut. Ich fülle nochmal schnell Wasser nach. Da kommen übrigens schon wieder die Mutanten. Ja, ich seh's. Jungs, jetzt warten. Jetzt fülle ich hier erst meinen Top nach. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ihr könnt natürlich auch durchs Feuer rennen. Das wäre natürlich auch. Wollen wir angreifen? Ich mach mir gerade Brandpfeile. Dann mach ein bisschen schneller, weil die Viecher sind gerade da. Ich habe den einen angeschossen. Er ist wütend. Weil hört es sich an, als würden sie. Ich sag's nicht. Ich würde gerne Pfeile wechseln. Oh Gott. Der eine rennt gleich wieder durchs Feuer, weil er dumm ist. Ach, schade, nicht ganz. Ich bin einfach genauso schnell wie so ein Mutant, Junge. Der kriegt mich einfach nicht. Na, wollen Sie den Baum da umschlagen? Ich sehe vielleicht aus wie ein massiver Baum. Mit meinen Muskeln, aber dennoch bin ich keiner. Dankeschön fürs Umfallen. Sehr freundlich. Wie konnte ich denn? Irgendwie konnte man doch die Pfeile wechseln. Ja, kein Plan. Ich habe seit fast einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich ja auch nicht. Ach, Verzeihung, ich kann ihre Haut gar nicht mehr aufnehmen. So viel trage ich schon von euch. So. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Ja, ich habe den einen kalt gemacht. Der steht einfach wie eingefroren. Ich? Nee, der Mutant. Hey, ich probier grad, dass ich gerade hier verengt habe, beachten wir einfach nicht. Ja, ja, fast hätte ich mich getroffen. Aber auch nur fast. Ja. Noch ein bisschen näher. Dann haben sie mich gleich. Oh, zu schade, dass sie tot sind. Hätte fast geklappt. Oh Mann, ich bin mittlerweile eine Bestie geworden. Okay. Ich habe den zweiten umgelegt. Holy shit. Ich finde es toll, dass X und Viereck einfach normal gar keine Funktion haben. Echt? Man kann halt, ja, also wenn du jetzt so rumläufst, ne? Kannst du mit X und Viereck gar nichts machen. Stimmt. Kannst du da jetzt noch die Mutantenhaut abschneiden von denen? Schneid dir mal ein Scheibchen ab von denen. Wo liegt denn der andere? Da am Bergeshang. Ja, genau. Ah, ich weiß nicht mehr, wie man die Pfeile wechselt. Ist auch nicht so schlimm. Die normalen Pfeile tun es auch ziemlich gut. Ich würde auch gern Bandpfeile benutzen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder auf Dreieck umstellen. Fische verdorben. Will ich nicht. Fleisch verdorben. Was mit den Beinchen? Die Beinchen sind auch alle verdorben. Igitt, igitt, igitt. So viele Schimmelbeine. Echse verdorben.
schandhaft. Lass mal wieder zu unserer Base gehen. Ich glaube, da waren eher Wildschweine als hier. Das glaube ich nämlich auch. Fremde Kultur, weg damit. Ja. Wollen wir hier nicht. Ja, auch nochmal. Zack. Zack. Du bist ein ekelhafter Busch, dich will ich nicht haben. Ist hier irgendwo Blaubeeren? Ich hätte voll Bock jetzt auf Blaubeeren. Ich hab Blaubeeren. Einfach so ein paar Büschel jetzt hier so abknuspern, das wäre doch ganz schön. Aha, hier ist einer. Oh, lecker. Und da ist der Hunger auch schon wieder fast weg. Guck mal. Was ist mir blau? Oh, Heidelbeeren sind das. Ja, essen. 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 Das Schlimme ist, das Spiel wird auf YouTube niemals so gut aussehen bei mir auf dem Kanal, wegen den vielen Sachen, die hier durchs Bild wackeln und rauschen. Ah, hier ist die Base. Damit wird alles richtig verschwommen aussehen. Das ist immer ultra traurig, wenn ich das dann bei YouTube sehe, wie verschwommen meine Videos manchmal teilweise sind. Ah, das ist blöd. Aber kann man das nicht auch ausschalten? Nee. Und jetzt einfach komplett den Kopf von oben so zack, den Kopf abhacken. Ich bin es einfach gewohnt, dass die ganzen Statusveränderungen unten in der Leiste angezeigt werden, wie bei Ark. Echt? Ja. Ich habe erstmal überlegt, hä, ab wann kriege ich denn das Zeichen, dass mir kalt ist? Bis mir dann einfach, ach ja, da friert ja der Bildschirm ein. Das wird mir ja gar nicht unten in der Leiste angezeigt. Ah, hallo. Mann mit glühenden Händen. Nice. Machst du eigentlich die ganze Zeit Headshots? Also wenn sie sofort umfallen, dann ja. Dann machst du wirklich jedes Mal Headshot. Wow, ich bin begeistert. Aber ich habe auch noch nicht mal die R2-Taste losgelassen, ne? Hat einfach von selber geschossen. Alles klar. Roman hackt bei Videospielen. Aha. Wildschwein. Wirklich? Ja, genau vor mir. Oh, bei mir auch. Ha! Erwischt. Geile Sau, Alter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt bist du auch noch nackt. So habe ich euch Schweine am liebsten. Krass. Oh, Mario und vergewaltigte Schweine, aha. Mit einer richtig fetten, geilen Soße, so richtig dick. Und dazu ein paar Kartoffeln. Oh, und dann das Wildfleisch dazu. Oh, das wird schön umgezeigt. Ja. Oh, wie lecker das jetzt wäre. So ein richtig schöner Schweinebraten. Nee, mir ist kalt. Aber morgen gibt's dafür nicht Kohlrouladen. Ich wollte gerade sagen, ja, Kohlrouladen. Wahrscheinlich gibt's Kohlrouladen, Alter. Dann würde ich aber aus dem Fenster springen. Wo bist du? Hinter dir. Hallo, kleiner Vogel. Ach, jawohl. Es gibt morgen normale Rouladen, Alter. Schönen Rindfleisch. Mmh. Krass. Das wird auch wieder lecker, lecker, lecker. Heute gab es Gyros. Eigentlich wollte ich zum Abendbrot was machen, aber man kennt mich. Ich wollte eigentlich heute mir was zum Mittagessen machen, aber habe ich dann noch nie gemacht. Na gut,
dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und vergewaltigt den Like-Button. Bitte, 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 so bitte. So wie Baron Schweine. Bitte was? Hast du doch gerade gesagt.